Der Prophet Elia stand in dem Ruf, sich auf unorthodoxe Art und Weise fortbewegen zu können. Deshalb war der Obadja so verunsichert und deshalb hatte er Skrupel, den Propheten jetzt einfach seinem König anzusagen, weil man nie genau wusste, wo steckt er eigentlich. Elia stand überhaupt in dem Ruf, auf ungewöhnliche Art und Weise wirksam sein zu können. Er war geradezu berühmt dafür, schon zu Lebzeiten und auch ein paar Jahrhunderte später. Nicht von ungefähr begegnen Jesus und den drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung Mose und Elia. Mose als Repräsentant des Gesetzes und Elia als Stellvertreter, als Person, die für die gesamte Prophetie steht im Alten Testament. Elia war eine äußerst wirksame Person. Man könnte sagen, mit Archimedes, er hatte einen sehr, sehr, sehr langen Hebel. Archimedes hatte ja gesagt, meines Wissens hat er die Hebelgesetze entdeckt, gebt mir einen Hebel, der lang genug ist und ich werde die Welt aus den Angeln heben oder ich werde die Welt bewegen. Wirksamkeit interessiert uns auch. Wir sind gerne wirksam von Kindesbeinen an und wir ertragen das schlecht, diesen Gedanken oder das Gefühl, unwirksam zu sein, nichts ausrichten zu können. Wir haben so unsere Tage, unsere Zeiten, wo das manchmal aus dem toten Winkel uns trifft. Diese Frage, wie wirksam bin ich eigentlich, macht das eigentlich alles Sinn? Dann lohnt sich eine Beschäftigung mit dem Propheten Elia, 1. Könige 17 bis 19, 2. Könige Kapitel 1 und 2. Elia war unbestreitbar sehr wirksam und er hatte eine massive Krise seiner Wirksamkeit. Kurz nach dem Höhepunkt seines Wirkens, nachdem er so einen Durchbruch gewirkt hat, einen Klimawandel über Israel, da hatte er so eine Art Burnout, eine massive Krise und er hat sich diese Frage gestellt, ob alles, was er die Jahre zuvor eingesetzt hat, was er gewirkt hat, ob das vergeblich war. Und interessant ist, dass Gott ihn aus dieser Krise seiner Wirksamkeit wieder herausholt und vor allen Dingen, wie er ihn aus dieser Krise wieder herausholt. Er bestellt ihn ein zum Gottesberg Horeb. Dort verkriecht sich Elia in einer Höhle. Das ist wie so ein Sinnbild, die Höhle seiner Depression, seiner Sinnlosigkeit. Dann bekommt Elia großes Kino geboten, ein Erdbeben, ein Sturm, ein Feuer. Und als ihm noch die Sinne klingeln, erscheint Gott in der Gestalt eines sanften Säuselns. Und ich glaube, hier ging es nicht nur um Dezibel bei diesem sanften Säuseln. Man kann es auch als ein leises Flüstern sehen. Wann flüsterst du leise mit einem Menschen, wenn du ihm nahe bist? Und in diesem Moment überwindet Elia die Krise seiner Wirksamkeit, nicht dadurch, dass er irgendwie Antworten bekommt auf seine Fragen, sondern durch diese zärtliche Nähe seines liebenden Gottes. Und letztlich ist es auch das, was uns nur hilft. Wir denken manchmal, wenn ich erst dies bewegt habe, wenn ich erst das geschafft habe im Leben, dann werde ich satt, dann komme ich zur Ruhe, dann kann ich irgendwie einen Haken dran machen. Weit gefehlt. Ich glaube, dieses Thema, diese Krise der Wirksamkeit, die wird uns begleiten und sie kommt uns, wir kommen nur zur Ruhe über dieser Frage durch die zärtliche, sanfte Nähe Gottes. Wir stehen vor der Urlaubszeit und ich weiß schon, bei mir, das wird so ein bisschen auf mein Gemüt fallen. Ich habe schon meine Frau gestern vorgewarnt. So, dieses Grübeln über die eigene Wirksamkeit. Und vielleicht steht dir das auch ins Haus. Dann mache ich dir einen Vorschlag. Nimm dir so eine Zeit des sanften Säuselns, wo du dich dem sanften Säuseln Gottes aussetzt. Mach einen Spaziergang. Keine frommen Klimmzüge, keine fromme Übung.
irgendetwas, was dich entspannt, mach's mit Gott zusammen und setz dich seinem sanften Sausen aus. Das füllt dein Herz und dann kannst du auch wieder getrost angreifen nach den Sommerferien. Alles Liebe dir!